Ich habe von Anfang an gesagt, ich will das Informationsrecht für Frauen. Ob das juristisch kommt oder politisch kommt, das ist mir eigentlich völlig egal. Aber ich gehe meinen Weg und ich lasse mich von so dem Tagesgeschäft der Politik nicht beeinflussen. Das ist nicht meine Art und das muss ich auch nicht. Und auch wenn wir den 219a verändert oder abgeschafft haben, sodass wir Ärztinnen Rechtssicherheit haben und die Frauen Informationsfreiheit, dann ist noch so viel zu tun in dieser Misere, in der Versorgung der Frauen. Es ist eine Staatsaufgabe, ein flächendeckendes Netz an ambulanten und stationären Einrichtungen zu schaffen. Das haben wir nicht in Deutschland. Die Situation für Frauen ist unzureichend. Wenn ich in Berlin wohne, geht es noch. Aber wenn ich eben im Odenwald wohne oder in Bayern, ist es eben nicht so. Und da ist dringender Handlungsbedarf. Wir brauchen in der Medizin Leitlinien für den Schwangerschaftsabbruch. Wir brauchen eine gute Ausbildung, damit Ärztinnen und Ärzte nachkommen. Und die Kriminalisierung muss aufhören. Das geht nicht. Die Bundesärztekammer hat ja vorgeschlagen, eine zentrale Liste einzuführen, auf die jeder zentral Zugriff hat, ohne dass der Paragraph 219 abgeschafft wird. Was sagen Sie dazu? Da habe ich, glaube ich, jetzt im Gericht sehr viel dazu gesagt, dass es mir um mein Verhältnis zu meinen Patientinnen und meinen Patienten geht, dass sie wissen müssen, wie ich denke, was ich meine und dass sie wissen müssen, mit wem sie es zu tun haben. Und eine Liste, die in der Regel oder die in der Realität, ich habe ja viel über die Realität jetzt auch gesprochen, weil ich sie jeden Tag erlebe, die gibt das einfach nicht her. Die Listen sind unverständlich, viele Ärzte wollen nicht auf die Listen wegen der Stigmatisierung und in der Realität ist es überhaupt keine Lösung für das Problem, was wir haben. Es ist ein Versuch, ein politischer Versuch, den 219a nicht abzuschaffen, um das Gesicht zu wahren. Mehr ist es nicht. Und die Idee der Listen war ursprünglich unsere Forderung. Wir haben begonnen, dass wir gesagt haben, dann wollen wir wenigstens jetzt auf dem Weg zur Informationsfreiheit, dass die Gesundheitsämter die Adressen von Ärzten veröffentlichen. Das war unsere Idee. Das war nicht die Idee des Gesundheitsministers. Frau Hengel, wir haben ja heute alle ein bisschen mitgefiebert, muss ich ehrlich gestehen, ja, auch wenn ich nicht politisch oder sein will. Es sah ja ein bisschen nach irgendwie nach einem Freispruch oder nach einer Vorlage aus und der Richter war ja so offen. Sie haben sich bedankt. Also ich bin ja ein bisschen enttäuscht. Sind Sie enttäuscht oder wie empfinden Sie das jetzt, dass Sie doch erst natürlich wieder verurteilt wurden? Das sind ja zwei Seelen in meiner Brust. Ich halte mich ja nicht für eine Verbrecherin. Und ich bin auch eine Verbrecherin. Da kann der Papst sagen, was er will. Und auch die Frauen sind keine Verbrecher. Das möchte ich ganz klar sagen. Von daher wäre ein Freispruch so emotional, wenn ich so einfach nur denke, wie ich denke als Mensch, schön gewesen. Weil wir alle, wir Ärztinnen, ja, wir haben das nicht verdient. Ja. Aber wen hätte das genützt? Und ich will die Rechtssicherheit. Und deswegen gehe ich jetzt eben einfach mal weiter. Das ist der Hammermann, der bei Kilometer 30 steht und sagt, hör auf, du musst jetzt nicht weiterlaufen. Aber ich muss weiterlaufen, sonst ändert sich die Situation nicht. Und dass der Hammermann mal kommt, war klar.